Sehr geehrte Damen und Herren, wir finden uns heute hier in der Ausstellung von Peter Bongratz, Feine Salonkunst für das bürgerliche Wohnzimmer. Es freut mich sehr, Ihnen hier die Bilder von Peter Bongratz zeigen zu können, den wir schon seit über 30 Jahren in der Strabag Art Collection in unserer Sammlung vertreten haben. Die Ausstellung findet statt im Rahmen der Strabag Art Lounge Specials, die Künstlern gewidmet sind, die in der Strabag Art Collection vertreten sind. Wir haben Peter Bongratz eingeladen, hier über seine Arbeiten zu sprechen. Lassen Sie sich von ihm in seine Bilderwelten entführen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen dazu. Ich war immer ein Fan vom Chiroccoli, das hat mir irrsinnig gut gefallen. Und in diesem Zusammenhang muss ich wohl den Herrn Weiß getroffen haben, der dann wahrscheinlich irgendwie erwähnt hat, ja, er tät gern mehr, er tät gern sehen, was ich mache oder so irgendwas, kam dann zu mir und hat ein Bild gekauft. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er es für die Firma gekauft hat oder für sich, wahrscheinlich für die Firma. Und also das war der erste Kontakt. Wie es dann genau weitergegangen ist, das weiß ich nicht mehr, aber ich meine, die Tatsache ist, dass dann im Laufe der darauf folgenden Jahre immer wieder einmal ein Bild von mir gekauft wurde. Und ich nehme an, dass mittlerweile eine relativ große Bongratz-Sammlung in der Firma Strabag existiert. Es ist mir recht, dass das so passiert ist, weil als Maler lebt man natürlich von Sammlern und speziell, wenn es so gute Sammler sind wie die Strabag. Aber es ist ja auch so, dass ich eine andere Möglichkeit als an Liebhaber zu verkaufen gar nicht habe, weil die österreichischen Museen scheren sich um mich nicht die Bohne. Tatsache ist, dass ich aus einer Familie stamme, die zwar nicht unmusikalisch war. Mein Großvater hat sehr gut Cello gespielt, meine Onkel haben Geige und ähnliche Instrumente gespielt. Meine Mutter hat ein bisschen Klavier gespielt, nicht sehr gern, aber sie hat. Und die haben Hausmusik gemacht, aber natürlich klassische Hausmusik. Und das hat mir ganz gut gefallen, war aber natürlich nicht das, was mich interessiert hat. Was mich wirklich interessiert hat, war ab bis zu den 50er Jahren hin, war Jazzmusik, die damals in Graz gerade so aufgekommen ist. Man darf nicht ganz vergessen, das war eine strenge Nachkriegszeit. Die Nazi-Vorstellung von Musik, Negermusik etc. war natürlich immer noch vorhanden und wir haben sehr dagegen angekämpft. Außerdem haben wir wenig Vorbilder gehabt. Also es gab wenig Schallplatten oder gar keine von Jazzmusik. Wer nicht die ältere Generation hatte aus den 30er Jahren Platten, aber das war wieder die Musik, die uns nicht wirklich interessiert hat. Tatsache war, dass wir dann später eigentlich hauptsächlich West Coast und ähnliche Sachen, West Coast und Bebop und sowas, das hat uns viel mehr interessiert, aber da gab es wenig Beispiele. Dixieland gab's. Aber das war auch nicht ganz das, was ich und meine Freunde wollten. Also wir haben angefangen, Jazzmusik zu machen und haben uns halt so zusammengesucht, was irgendwie da war. Aber es gab die Engländer, die Graz war eine englische Besatzungszone. Und die Engländer haben natürlich bei ihren Soldaten einen Haufen Trompeter, Schlagzeuger, Posaunenspieler gehabt, die halt ihre Instrumente, ob es gut oder schlecht waren, mitgenommen haben in die nach Graz. Und in Graz waren relativ viele Jazzkeller, weil sie alle für Jazz interessiert haben. Die Burm. Und die waren halt so in der Innenstadt irgendwo, wenn man dran vorbeigegangen ist am Abend, hat man gehört, wie die proben. Und da sind die Engländer eingestiegen. Die sind dann runtergegangen, dort haben gefragt, ob sie mitspielen können. Und von denen haben wir sehr viel gelernt. Und die hatten auch Platten. Also so hat meine Karriere als Jazz-Schlagzeuger eigentlich angefangen. Am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was macht der Schlagzeuger eigentlich, außer Lärm. Und aber die Engländer haben mir dann beigebracht, wie das wirklich geht und was es wirklich geht und wie das wirklich geht. Und da habe ich dann angefangen, auch Stunden zu nehmen, ein bisschen, nicht viel. Und so kam ich in die Jazzmusik. Und ich war dann, glaube ich, ein ganz guter Schlagzeuger. Nicht der allerbeste, aber alle war. Und damit hat meine, also wenn Sie das so nennen wollen, Karriere, na gut, als Jazzmusiker angefangen. Zugleich
habe ich mich aber auf das habe ich mich immer schon kapriziert, schon wie ich ein kleiner Bub war. Also mit 10 Jahren, glaube ich, habe ich das erste Mal überlegt, dass ich eigentlich gern Maler werden möchte. Weil ich immer gute Noten hatte in Zeichnen hieß das damals, und meine Lehrer mich immer gelobt haben dafür, dass ich, das war das Einzige, wofür ich in der Schule gelobt wurde, zu Recht, dass ich gut zeichnen und malen kann. Und das habe ich halt weiter betrieben, ohne zu wissen, ich habe ebenso wie das, was wir über Musik nicht gewusst haben, das haben wir auch über die bildende Kunst nicht gewusst. Um Nachrichten zu bekommen, was muss man machen, um Avantgardist zu werden, waren die 50er Jahre sinnlos. Weil da gab es keine Nachrichten drüber. Ich habe keine Ahnung gehabt, was die Amerikaner machen. Wir haben dann in der Folgezeit mühsam uns das eine oder andere, dass da gibt's was abstrakter Expressionismus heißt. Aber das, wie das genau geht, haben wir auch nicht gewusst. Und von den Cobra-Malern, die ich später bis zum heutigen Tag sehr geliebt habe, habe ich überhaupt nichts gewusst. Und wir haben uns das sozusagen selber zusammensuchen müssen. Aber das kam dann später, und da habe ich halt dann zum Malen auch angefangen und habe halt gemalt, so wie ich das für richtig hielt, weil Beispiele gab es keine. Es gab weder Schallplatten, noch oder außer die Engländer haben es mitgebracht, es gab keine Kunstzeitschriften, es gab kaum Kunstbücher. Wir haben kaum was gewusst über die Kunst der europäischen und österreichischen Zwischenkriegszeit und schon gar nicht über das, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und haben uns das wirklich mühsam zusammengesucht. Aber es hatte einen Vorteil. Auf den Ort haben wir, weil wir nicht warten wollten und da gar nicht warten konnten, bis endlich die richtigen Nachrichten aus New York oder aus Paris in Graz einlangen. Man darf nicht vergessen, dass Graz eine Stadt am äußersten südöstlichen Rand der Besatzungszonen war, der österreichischen Besatzungszonen war. Also bis dorthin Nachrichten gekommen sind von der wirklichen Entwicklung. Mein Gott, da waren wir schnell alt und klar wunzig geworden. Also haben wir angefangen, ohne zu wissen, was so international im Allgemeinen zu passieren hat, damit man wirklich ein Starmaler wird. Das haben wir nicht gewusst. War uns auch wurscht. Und hatte aber den Vorteil, dass wir dadurch gezwungen waren, unsere Arbeit und unser Denken selber zu erfinden. Jeden Tag. Jeden Tag neu. Sowohl in der Musik als in der Literatur und in der Malerei. Tatsache ist, dass genau aus diesem Grund die Grazer Literatur in den 70er Jahren weltweit berühmt wurde, weil die Grazer Literaten, die alle meine Freunde waren, keine Möglichkeit oder nicht den Willen hatten, sich an irgendwelche fertigen Rezepte anzuhängen, irgendwas weiter zu stricken, was vorher die Avantgarde im Ausland gemacht hat, sondern die mussten das selber erfinden. Und deswegen waren sie so gut. Und das galt natürlich auch mehr oder weniger auch für die Musik, die wir gemacht haben. Und das galt selbstverständlich auch, glaube ich jedenfalls, für die Malerei, speziell für meine. Wir haben es selber erfunden. Ich bin spät erst auf die Akademie gegangen. Das heißt, ich war 2 Jahre älter als alle Buben, die damals auf die Akademie gegangen sind. Was aber den Vorteil hatte, dass ich natürlich viel informierter war. Wahrscheinlich auch informierter als meine Lehrer. Oder zumindest die meisten meiner Lehrer. Und das war ein Riesenvorteil. Der Nachteil war, dass die Leute auf der Akademie keiner verstanden hat, was ich eigentlich will. Ich habe nie Malerei studiert, sondern von allen Anfang an hat mich Druckgrafik viel mehr interessiert. Manuelle Druckgrafik, wie es im klassischen Bereich heißt, bezieht sich auf manuelle Druckgrafiktechniken wie Lithografie, Holzschnitt, Siebdruck, Radierung etc., Buchillustration etc. etc. Und dafür gab es eine Meisterschule auf der Akademie, die im Übrigen nicht schlecht war. Und dort bin ich hingegangen und da konnte ich natürlich schon allerhand lernen. Allerdings weniger von meinen Professoren als von den Mitschülern. Also Künstlerbücher sind was gerade in Frankreich, da gibt's, das war so immer wieder, in Frankreich haben sich viele Künstler dazu entschlossen, sowas zu machen. Und zwar mit wirklich ganz, ganz wunderbaren Layouts und mit wunderschönen Schriften und tollen Papieren, die alle in einer sehr kleinen Auflage gedruckt worden sind, weil es ja anders gar nicht geht, wenn das so kostbar ist. Aber mich hat das immer interessiert und ich habe dann mir gedacht, ich würde sowas auch gern machen und habe dann irgendwie angefangen, der Otto Breicher war damals da, der sich auch dafür interessiert hat und der hat angefangen, mich dazu zu verlocken,
solche Dinge zu machen. Ich habe dann zu einem Text von Peter Handke sowas gemacht, zu einem Text viel später, zu einem Text vom H.C. Hartmann und immer wieder Illustrationen für Bücher, die mir gefallen haben und so weiter. Also das war was, was mich wirklich interessiert hat. Malen habe ich gefunden, dazu brauche ich keinen Lehrer. Meine Zusammenarbeit mit dem Jonke, ich weiß schon, dass viele Leute ganz romantische Geschichten hören wollen, und viel was anderes als romantische Geschichten kann ich natürlich auch nicht erzählen. Tatsache war, dass, ich hoffe, ich setze voraus, dass die Leute, mit denen wir jetzt reden, hören, wissen, wer der Gerd Jonke war. Immerhin ein ganz wichtiger österreichischer Schriftsteller, der ganz wichtige internationale Preise für das, was er geschrieben hat, gekriegt hat und ein traumhaft guter Schriftsteller war. Durch Zufall habe ich den in meiner frühen Wien-Zeit, nachdem ich also aus Berufsgründen endgültig nach Wien übersiedelt bin, kennengelernt im Café Girardi, das heute schon erwähnt wurde. Und dort saß er halt wie viele andere meiner Freunde und hat halt auch dort Mittag gegessen und war halt in diese Clique aufgenommen und wir haben ihn alle gern gehabt. Und wir liebten auch das, was er schreibt. Und wir sind Freunde geblieben. Und dann, wie ich dann halt meine Akademiezeit, also meine Lehrzeit, in der ich unterrichtet habe, auf der Akademie vorbei war, bin ich immer noch ins Girardi gegangen und dann nicht mehr ins Girardi gegangen, aber mit dem Jonke und mit vielen anderen Leuten habe ich ja bis zum heutigen Tag, nicht mit dem Jonke, weil der vorher gestorben ist, aber mit vielen bis zum heutigen Tag, starken Kontakt. Und ich wusste gar nicht, dass der Jonke todkrank ist. Das habe ich gar nicht gewusst. Und dann haben wir uns halt nur relativ seltener gesehen. Aber ich habe dann im 6. Bezirk gewohnt, nicht weit vom Café Sperl weg. Und bin halt in der Früh oft ins Café Sperl frühstücken gegangen. Und da saß auch der Jonke. Und so wurde diese Freundschaft weiter unterhalten. Und mir hat das immer gefallen, was er geschrieben hat. Und eines Tages habe ihn getroffen wieder einmal im Sperl und habe gesagt, du, da habe ich das Buch mit dem H.C. Hartmann schon gemacht gehabt. Und das war nur schwarz-weiß. Und da habe ich mir gedacht, ich hätte wahnsinnig gerne mit dem Jonke was machen, wenn er einen guten Text mir schenkt. Und in einer ganz kleinen Auflage natürlich. Das mit Farbradierungen. Und das habe ich ihm erzählt und der Gedanke scheint ihm gefallen zu haben und am nächsten Tag hat er mir einen Text mitgebracht. Und die Geschichte ist unglaublich witzig. Wer sie liest, wer sich die Mühe macht, diese paar Zeilen, die das sind, wird folgende Geschichte erleben. Sein Vater kommt, weil er ein riesengroßer, starker Mensch ist, auf die Idee, Waggons, er hat war Eisenbahnbeamter und hat auf dem Klagenfurter Bahnhof geantwortet, Jonke war ja Klagenfurter, der kommt drauf, dass er in der Lage ist, Kraft seiner Körperstärke Waggons, vollbeladene Waggons zu verschieben. Was ihm sehr nützlich ist. Und dann kommt er drauf, dass ein Waggon gar nicht reicht, dass er ganze Züge verschieben kann. Einschließlich der Lokomotiv. Und dass er sie schneller verschiebt, als die Lokomotiv die Wägen ziehen kann. Und dass er unter Umständen in der Lage ist, bei nationalen Zügen, also zum Beispiel Wien-Linz, die Züge schneller zu führen, als er die Lokomotiv ziehen kann. Also macht er das. Es wird berühmt dafür und fängt an, auch internationale Züge zu verschieben. Das heißt, Leningrad, Paris, wird er in Wien eingesetzt, um den Zug nach Paris zu schieben und ist schneller wie mit der Eisenbahn. Das macht ihn ganz berühmt und er verdient wahrscheinlich auch ordentlich Geld damit. Aber eines Tages geht ihm das auch, ja, und die Bundesbahn kommt drauf, dass wenn wir eh einen Mann haben, der das macht, ist ja viel billiger, wie wenn wir dauernd neue Lokomotiven bestellen. Versetzen ihre ganzen Lokomotiven in Pension und lassen die Züge vom Vater vom Jonke schieben. Aber eines Tages kommt der Jonke drauf, der alte Jonke drauf, dass mir jetzt reicht es ihm, er will nicht mehr verschieben. Und hört auf damit. Was zur Folge hat, dass der gesamte Zugverkehr in Österreich nicht mehr existiert. Die Städte können nicht mehr versorgt werden. Auf den Bahnhöfen wächst das Gras Meter hoch. Die Leute haben nichts mehr zum Essen. Es wird eine Katastrophe. Bis der alte Jonke auf die Idee kommt, na gut, verschieben wir halt wieder. Und dann vergeht das alles wieder. Also das ist die Geschichte, die natürlich wirklich zum Schreien ist. Also so wie er das schreibt, ich habe mir also wirklich in die Hose gemacht vor Lachen. Nach 3 Jahren
Akademie, Wiener Akademie für Bildende Künste am Schillerplatz, war ich so frustriert von dem, von diesem nicht wissen, was eigentlich sich abspielt. Auf der Akademie hat ja keiner Ahnung gehabt. Keiner hat gewusst, wer der Typ Buffet ist. Keiner hat gewusst, wer die Cobra-Leute sind. Ich war der Einzige, der sich um sowas bemüht hat. Wenn ich denen erzählt hätte, dass ich mich für psychopathologische Kunst interessiere und dass das eigentlich das Tollste ist, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, hätten sie mich wahrscheinlich in Heiß und Köller von der Akademie eingesperrt. Also das ist mir auf die Nerven gegangen. Hat auch keiner gewusst, dass es ein Buch von Prinzhorn gibt über psychopathologische Kunst. Das ist schon 40 Jahre alt war damals und so. Also da habe ich mir gedacht, war einmal in Berlin und habe dort auf die Hochschule geschaut und das hat mir viel besser gefallen wie die Akademie in Wien. Und dort waren auch Leute, die viel mehr Verständnis für meinen Anti-Akademismus gehabt haben, der damals schon sichtbar wurde. Und da bin ich halt dann nach Berlin gegangen, das letzte Jahr. Aber Diplom habe ich nie eins gemacht. Diplom habe ich erst gemacht. Wenn Sie es wissen wollen, erzähl ich es. Es passt da jetzt gar nicht dazu, aber es ist witzig. Also mein Assistentenleben, ich habe dem Weiler gesagt, ich habe kein Diplom. Der Weiler hat gesagt, das ist ihm wurscht. Zu Recht. Und, aber ich habe also immer noch kein Diplom gehabt und bin auf die Akademie und habe gesagt, naja, ich höre, Sie haben da ein Paris-Stipendium, das hätte ich gern. Und ich habe gesagt, ja, das kriegen Sie aber nicht, wenn Sie kein Diplom haben. Bin ich weinend zum Weiler gegangen und der hat gesagt, Herrn, brauchen Sie sich nicht ärgern, bei der nächsten Sitzung wäre ich beantragt, dass ich ganz schnell ein Diplom kriege, was eigentlich auch richtig gewesen wäre. Und ich kriegte dieses Diplom auf diese Art und Weise. Ich bin nach meinem Studium in Berlin wieder nach Graz zurück. Klar, weil ich habe in Graz ein kleines Atelier gehabt im Haus meiner Eltern. Und in einer guten Gegend, ganz genau in der Mitte zwischen Forum Stadtpark und Universität. Also ich war in 5 Minuten im Forum Stadtpark. Und dort habe ich alle meine zum Teil Jugendfreunde, zum Teil neue Freunde kennengelernt, die meisten Dichter, die wichtig waren in der Grazer Zeit. Also für mich war das Forum Stadtpark sehr wichtig und ich habe mit dem Mario de Clever, den wahrscheinlich keiner von Ihnen kennen wird, im Forum Stadtpark eine Druck, der wollte gern Druckgrafik machen. Und hat ja keiner gewusst, ich war der Einzige, der auch in Wien gibt es nicht viele Leute, die wissen, wie man Druckgrafik macht. Aber nachdem ich das gelernt habe und gut kann, habe ich, in Graz hat das überhaupt keiner kennen, aber viele haben sich dafür interessiert, wie geht das? Wie radiert man? Was muss man da machen? Welche Chemikalien braucht man? Etc. etc. Und wie geht man damit um? Und der Mario wollte das ganz dringend wissen und war der Chef der bildenden Kunst am Forum Stadtpark. Ein ganz reizender Kerl, blitzgescheit und kein schlechter Maler. Und den habe ich durch Zufall kennengelernt und der hat gesagt, nee, aber du bist ja Druckgrafiker, aber richt mir doch am Forum eine druckgrafische Werkstatt ein. Da habe ich gesagt, ja, können wir machen. Er hat sich dann darum gekümmert, oder wir haben uns darum gekümmert, eine kleine Andruckpresse für Tiefdruck zu bekommen, eine alte, und eine große, riesige, alte tschechische Lithografiepresse mit Fußhebelpresse, ein riesen Ding, riesenschwer. Das haben wir zerlegt, über die Stirn habe ich da unten wieder zusammengeschraubt. Und so kam ich auf Dauer ins Forum Stadtpark. Das war im 64er Jahr, wie ich wieder zurückgekommen bin aus Berlin. Und da habe ich dann begonnen, viele, viele Dinge zu lernen, die vorher für mich schwierig waren. Zum Beispiel der Zusammenhang mit psychopathologischer Kunst. In Berlin haben sie mich darauf aufmerksam gemacht, mein Lehrer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in den 20er Jahren ein Buch über psychopathologische Kunst veröffentlicht wurde. Aber mein Lehrer, weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, hab's vergessen, der konnte sich nicht mehr erinnern, wie der Autor hieß. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wie der Verlag hieß. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wie das Buch hieß. Er hat nur gesagt, das gibt's, aber wahrscheinlich ist es in der Nazizeit verbrannt worden. Mit dieser Erkenntnis, ja, immerhin in Wien hätte man das niemand sagen können. Ich war auf der richtigen Spur, aber ich habe halt keine wirklichen Fakten gehabt. Bin ich nach Graz zurück und habe mit Gerhard Roth, der Erste war, der mich auf psychopathologische Kunst überhaupt aufmerksam gemacht hat, weil er gewusst hat, dass ich mich mit Kinderzeichnungen beschäftige. Man hat gesagt, er weiß, wo das Buch ist, in der Universitätsbibliothek gibt es das. Der Autor heißt Prinzhorn, das Buch heißt Die Kunst der Geisteskranken und der Verlag ist der Verlag
Spiegel, glaube ich, der Wissenschafts-, reiner Spiegel, hat nichts mit der Zeitung Spiegel, glaube ich, Spiegel heißt der Verlag, denn dann mein Freund Rudi Siegle in Wien, hat der den Verlag übernommen in Wien, das ist ein deutscher Wissenschaftsverlag. Die haben das Buch in Ende der 60er Jahre noch einmal neu herausgebracht, ein Segen, weil das war ja nicht mehr aufzutreiben. Also mit dieser Erkenntnis bin ich nach Wien gekommen. Den Zeppel Sperl kannte ich, weil der auch Druckgrafik studiert hat. Den Ringel habe ich, von dem habe ich gewusst, dass er in Graz auf der Kunstgewerbeschule war, aber ich kannte ihn nicht. Den Kurtl Kochaschett kannte ich überhaupt nicht. Den habe ich da überhaupt erst kennengelernt. Und der hat mir gefallen. Sein Sarkasmus war großartig und ich musste immer lachen, wenn der was gesagt hat. Die Martha Jungwirt kannte ich, und das hat mir unheimlich gut gefallen, was sie gemacht hat, aber ich kannte sie nicht gut. Ich habe einmal eine Ausstellung von ihr gesehen. Also die Leute kannte ich alle, mehr oder weniger. Und wir haben uns immer getroffen im Café Girardi. Das ist ein Café, ich habe damals schon unterrichtet an der Akademie, und das ist ganz in der Nähe von der Akademie, am Anfang des Naschmarktes war das. Das Café Girardi hat den Eltern meines Freundes Boris Potrecka gehört. Und durch Zufall haben das meine Freunde entdeckt, und sind halt immer dort gesessen. Und der Zeppel Sperl hat dann irgendwann einmal zu mir gesagt, erst komm, geh mit, da sitzen wir alle und so. Bin ich halt mitgegangen. Und seit der Zeit saßen wir immer im Café, in diesem Espresso Girardi. Dort haben wir Mittag gegessen und so weiter. Es war sehr nett und lustig und ja, tolle Zeit eigentlich. Und das hat der Breicher auch mitgekriegt und der ist dann auch hingekommen und hat uns halt irgendwie alle kennengelernt und hat dann irgendwann einmal gesagt, Jungs, wir müssen eine Ausstellung machen. Das, was ihr da tut, ja, die waren natürlich auch zum Teil ein bisschen beeinflusst von dem, was ich schon vorgearbeitet habe. Aber nicht nur, denen ist auch selber was eingefallen, so war es nicht. Also gut, jedenfalls sind wir alle dort gesessen und der Breicher ist gekommen und hat gesagt, Jungs, ihr müsst eine Ausstellung machen. Das ist jetzt wichtig, das, was ihr da macht, das ist was ganz Neues und das, wir hätten einen Termin in der Sezession, machen wir eine Ausstellung. Und das, dann später haben wir irgendwann einmal den Namen Wirklichkeiten erfunden und er hat den eigentlich erfunden. Und so kam diese Wirklichkeitenausstellung zustande. Ich habe irgendwann einmal dem Dr. Navratil, den ich also während der Zeit, über den wir gerade früher geredet haben, habe ich den Navratil natürlich sehr gut kennengelernt. Seit 65 war ich im engen Kontakt mit den Guggingern. Und wir wurden Freunde, der Navratil und ich. Wir haben gemeinsam einen Haufen Bilder durchgeschaut und er wollte von mir immer hören, ob das gut ist oder nicht gut ist und warum es nicht gut ist. Und ich habe darüber geschrieben, das kann man lesen dann irgendwo. Und dem habe ich irgendwann einmal erzählt, dass mich komischerweise die afrikanische Kunst nicht so, dass mir das sehr gut gefällt, aber nicht so gut wie die ozeanische Kunst. Also die Kunst der Melanesier beispielsweise, also Leute aus Neuguinea, der Leute aus dem Bismarck-Archipel, der Leute aus den Salomonen und so das, New Britain, New Ireland, das hat mir alles viel besser gefallen. Und ich habe es verstehe nicht warum, aber es gefällt mir besser. Woraufhin der Navratil gesagt hat, das verstehe ich sehr gut. Weil diese Kunst, speziell diese Kunst, also nicht die Polynesier, nicht die Mikronesier, sondern die Melanesier, das ist sehr nahe an der psychopathologischen Kunst. Und deswegen gefällt ihnen das besser. Und das war's auch. Ein Maler, also gemalt hat, wie der Mikl, der Brachensky, diese ganzen Leute, wenn die einmal so einen bestimmten Stil gefunden haben, war es obsolet, von diesem Stil abzugehen. Das durfte man nicht. Und genau das war der Grund, übrigens war das auch bei der Wiener Schule natürlich nicht viel anders, das war in den 60er Jahren so, das galt als Regel. Ein moderner Maler darf nur einen Stil malen und von dem darf er nie weg. Und das war ein Hauptgrund, warum ich angefangen habe, Dinge zu tun, die dann später bei den Wirklichkeiten wesentlich geworden sind und die in der neuen Malerei wesentlich geworden sind und die in der Postmoderne wesentlich geworden sind. Dass man sehr wohl auch was Neues machen darf, ja sogar muss, weil das einfach ein Blödsinn ist, dass man immer dasselbe malt. Das ist eine Malerei für Kunsthändler und für Kunsthistoriker. Das hat ja keinen Sinn. Ich mal ja nicht für die Kunsthändler, ich mal ja nicht einmal fürs Publikum. Ich habe immer nur für mich gemalt, nie für was anderes. Dass es Leute gegeben hat, die Gottlob manchmal daran Gefallen gefunden haben, war mehr oder weniger Zufall. Dass halt zufällig Leute daherkommen sind, die gesagt haben, das gefällt mir.
Das möchte ich gerne haben. Aber meine Malerei war immer bewegt. Ich habe mich immer weiterentwickelt oder wieder ein Stückchen zurückentwickelt und dann wieder Vieri und habe Dinge aufgegriffen, die ich schon früher gemacht habe, habe die weiterentwickelt. Also ich habe wirklich versucht, mein ganzes Leben nicht immer dasselbe zu malen. Was man bis zum heutigen Tag nachgesagt wird, schlecht nachgesagt wird. Aber im Prinzip halte ich das für die einzige Möglichkeit. Ich habe keine Pension oder fast keine Pension. Abgesehen davon kann ich mir nicht vorstellen, nicht zu malen. Also ich nehme an, dass ich mit Pinsel und Palette in der Hand ins Grab sinken werde. Ich bitte Sie dann, ein Foto davon zu machen. Ich habe auf den Neuen Hebriden in Efate, das ist eine der größten Inseln der Neuen Hebriden, einen russischen Kunsthändler kennengelernt, durch Zufall. Und das war einer der größten Kunsthändler mit melanesischer Kunst. Alle größeren Museen der Welt haben bei ihm eingekauft. Der hat eine Riesensammlung und hat gesagt, naja, wenn euch das interessiert, kommt zu mir. Also konnte natürlich nur Englisch und so. Das haben wir dann gesehen, der hat mindestens drei Riesenbaracken gehabt, die voll waren, neben seiner Villa, die voll waren mit melanesischer Kunst. Traumhafte Stickeln. Der hat das in vielen Jahren wahrscheinlich gekriegt, indem er Museen umgangen hat, der Denkmalschutz, den es vielleicht schon gegeben hat, umgangen hat und lauter. Eine Riesensammlung. Der hat alle größeren Museen im Pazifik und auch in Europa beliefert, auch in Amerika. Traumhafte Sachen. Und bei dem habe ich die schönsten Dinge gesehen, die ich jemals gesehen habe auf dem Gebiet. Aber, naja, doch, das Museum von Noumea in Neukaledonien, die haben auch schöne Sachen gehabt. Aber die waren alle von ihm. Zum Teil nur Leihgaben. Also, die Zeit, wo man einen Stamm kennengelernt hat, die zu Hause noch irgendwas gehabt haben, gab es fast nicht mehr. Und so war es auch mal, in das Dorf eine bin ich nie gekommen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht sehr beeinflussbar bin durch die Dinge, die ich sehe. Und natürlich habe ich viele Dinge gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Dort, aber auch schon vorher in der psychopathologischen Kunst, in der Kindermalerei. Und natürlich nehme ich dann hin und wieder was und verwende es. Aber ich mache was draus. Also es ist nicht so, dass ich das eins zu eins spranz. Das kann ich gar nicht, das bringe ich nicht zusammen. Aber natürlich bin ich beeinflusst davon. Und wenn ich beeinflusst bin davon, dann sieht man das, wenn man weiß, was es ist. Natürlich ein bisschen in meiner Malerei. Ich bin beeinflusst gewesen, sehr stark durch die Kunst der Melanesier. Aber das heißt nicht, dass ich Dinge gemacht habe, die grundsätzlich so ausschauen wie melanesische Kunst. Es gibt einen berühmten Anthropologen, der hat mehrere Bücher über melanesische Kunst geschrieben. Der ist nach Australien gegangen und hat von Australien ist er halt dann auf verschiedene Inseln und hat das dort mehrere Jahre hindurch an diesen Büchern geschrieben. Eines dieser Bücher heißt Korallengärten und ihre Mystik, glaube ich. Wunderschöner Titel. Und das andere heißt die Argonauten des westlichen Pazifik. Damit mahnt er, der hat auf einer kleinen Inselgruppe, auch mitten in den Salomonen, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Inselgruppe heißt, hat er jahrelang mit den Leuten gelebt und die waren berühmt dafür. Die sind nicht so große Seefahrer wie die Polynesier. Die sind wirklich große Seefahrer, die weite Strecken im Pazifik nur mit den Sternen gearbeitet haben und nur mit dem Wind und Kompass gab es natürlich nicht, keine Karten gab es. So toll sind die nicht, sondern die sind auch Seefahrer, auch sehr gute Seefahrer, aber die fahren mehr in Küstennähen der Inseln. Also so, das Risiko ist nicht so groß zu ersaufen. Aber sie sind, wie gesagt, wie die Argonauten. Und das hat er richtig entdeckt. Und die haben halt, die treiben Handel. Und deswegen hat er diesen Titel verwendet, die Argonauten des westlichen Pazifiks. Und der Titel hat mir so gut gefallen. Weil er wahnsinnig poetisch ist. Und ich habe immer, solche Sachen haben mich immer interessiert. Schöne Titel aus der Jazzmusik. Schöne Titel von Büchern, die ich gelesen habe. Den Titel habe ich dann verwendet als Titel für ein Bild. Und das kommen diese,
die machen natürlich auch Zeichnungen auf irgendwelchen Palmblättern und so. Und die Schiffe, mit denen sie fahren, symbolisieren sie so, wie ich das da auf dem Bild habe. Die Bilder, von denen Sie jetzt wissen wollen, was das bedeutet, das sind Blues-Texte. Das meiste davon sind Blues-Texte. Sie wissen, dass ich mich mit Jazzmusik sehr beschäftigt habe. Und jeder, der sich mit Jazzmusik beschäftigt, hat natürlich ein großes Interesse auch am Blues. Und die Texte, die im Blues vorkommen, sind von einer unglaublichen Poesie für meine Begriffe. Auch dort, wo sie grantig, bös und unzüchtig sind. Das ist ganz toll, wie die das formulieren. Und das hat mich immer interessiert. Und damit haben auch diese Bilder, von denen Sie reden, zu tun. Also, es ist zwar schwer leserlich, was ich da drauf schreibe, aber es sind im Allgemeinen Blues-Texte. Außerdem habe ich einen Freund, der Hans Dessing heißt, den man in Österreich sehr gut kennt und der mit dem ich zusammen natürlich viel Blues gehört habe und der, ich habe einmal ein Cover für eine Platte von ihm gemacht und so. Also Blues hat mich immer interessiert und Blues ist nicht immer ganz ernst, auch wenn es traurig ist. Es ist oft sarkastisch, es ist oft ironisch, es ist oft Wortspülerei, über die man eigentlich lachen muss, wenn man weiß, dass die Grundsituation todtraurig ist. Wie das formuliert ist, wie locker das ist, das hat mich immer interessiert. Die Einschiffung nach Kitera heißt deswegen, das Bild war da, hat mehrere Bilder mit diesem Titel gemalt. Und da sieht man eine wunderschöne Insel mit Pfauen und Vögeln und schönen Pflanzen, auf der ganz viele junge Leute sind, die halt furchtbar verliebt sind ineinander. Und die Liebenden kamen alle nach Kitera, weil das die Liebesinsel war. Und das ist so ein schöner Titel, lustig irgendwie. Und beim Watteau sieht man, also die Insel, so wie ich es da gemacht habe, mehr oder weniger mit ein bisschen Himmel und ein bisschen an Wasser. Und im Hintergrund, da in dem Eck, taucht ein Schiff auf. Damals natürlich noch Segelschiffe. Und da sind auch Leute drauf. Und das bedeutet, dass schon Leute auf der Insel sind, aber jetzt neue noch dazukommen. Die Einschiffung nach Kitera. Und das hat mir so gut gefallen, weil meine Aussicht aus meinem Fenster entspricht in etwa dieser Stiegelland, dahinter sind ja auch noch Inseln natürlich, und Wasser, und das ist sehr idyllisch. Und dann habe ich mir gedacht, eine Idylle, das wäre doch was, was ich mal ganz gern malen tat. Und da habe ich das dann gemalt, und weil das Bild von Watteau ist wahnsinnig schön. Habe ich heute, wie sagt man, Improvisation, weil wir gerade früher davon geredet haben, eine Improvisation gemacht auf ein Bild, das der Watteau gemalt hat. Irgendwann einmal im Sommer 68 hat der Boris zu mir gesagt, du, was machst du im Sommer? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, vielleicht fahre ich irgendwie noch Abazier oder so. Ich habe gesagt, mach das nicht. Wir haben uns das Auto von unserem Vater, Boris hat damals noch studiert und der Ivo auch, der ist ja noch viel jünger. Wir fahren nach Kajula, das kennst du nicht, das wird dir gut gefallen. Komm doch mit uns. Und das haben wir auch gemacht. Einige Damen waren noch dabei und sind wir nach Kajula gefahren. Das hat mir sehr gut gefallen. Damals hat man noch 3 Tage gebraucht, bis wir in Kajula waren. Gab es keine Autobahn oder sowas. Hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe es dann wieder vergessen. Und in den 80er Jahren wurde ich von einer Galeristin, die in Kajula ein Haus damals noch gemietet hatte, mittlerweile hat sie es gekauft, die hat mich und die Sisi, meine Frau, eingeladen, nach Kajula zu kommen. Da ist mir eingefallen, Jesus, da war ich ja schon einmal. Das war in den 80er Jahren und da habe ich es dann wirklich kennengelernt, Kajula. Also so kam ich nach Kajula. Ich meine, sagen wir mal so, ich habe mich für solche Dinge wie Gärtnerei oder einen schönen Garten zu haben oder ein schönes Haus zu besitzen, habe ich mich nie besonders interessiert. Was auch logisch ist bei einem Bürgerschreck wie mir. Aber wie nachdem wir dann ein eigenes Haus gebaut haben, von einem guten Architekten entworfen, und dabei ist mir eingefallen, dass es ja auch Gärten gibt. Und nachdem meine Frau sich damit beschäftigt hat, habe ich auch angefangen, auf das zu achten. Und dann habe ich gesehen, wie manche Leute
die sich eigentlich mit Kunst gar nicht beschäftigen, oft sehr schöne Gärten haben. Nicht jeder in Kordschule, aber viele ja auch hier in Österreich. Und das hat mich dann zu interessieren begonnen. Und das ist ja eine ästhetische Frage, wie kehrt das? Und das habe ich mir gedacht, naja, also ich meine, Stillleben oder Landschaften zu malen, ist ja im Prinzip verboten für einen modernen Maler, für einen Avantgardisten. Und also mache ich es. Wenn es verboten ist, ist es ja besonders interessant für mich. Und dann habe ich halt angefangen, abstrakte, mehr oder weniger abstrakte Bilder über schöne Gärten zu malen. Natürlich ironisch und natürlich sarkastisch und natürlich voll Selbstironie. Aber ich habe es so genannt und es waren auch eigentlich ganz schöne Bilder. So wie ich dann später bei dem Bild da vorne Stillleben begonnen habe zu malen. Das hängt damit zusammen. Stillleben, wenn ich das heute an Maler, speziell so wie die Malerei heutzutage ausschaut, wenn ich dem das erzähle, fällt er in Ohnmacht. Und gerade das ist der Grund, warum ich es gern mache. Weil es halt, ja, wenn mir das gefällt, dass ich was mache, was nicht schick ist. Also das hat schon oft viel damit zu tun. Aber es hat mir auch gefallen. Also es ist nicht so, dass ich das nicht mag. Bei uns auf der Akademie waren wir natürlich alle wirklich arme Buben. Alle. Es gab ein paar Damen, die etwas besser unterstützt wurden von ihrem Elternhaus, aber ich habe ein paar hundert Schilling gehabt und damit musste ich leben. Und meine Miete zahlen vom Unterzimmer. Und das war nicht einfach, weil ich mein Geld meistens für Bücher ausgegeben habe. Aber es gab ein System, auf der Akademie wurde immer gern gesehen, wenn man Stillleben malt. Speziell, wenn man nicht Akt malt, dann halt Stillleben. Ne? Und wenn man Stillleben malt, dann braucht man Gemüse und tote Tiere, Tauben, Haseln, Händerln. Und das konnte man am Naschmarkt alles günstig kaufen. Und dann haben wir halt unser Geld zusammengelegt, die paar Schilling, die wir braucht haben für das. Und einer hat halt einen Bund Spinat mitgebracht und einer hat ein Händerl gekauft oder ein halbes Händerl gekauft und einer hat ein Haserl gekauft. Und das haben wir aufgestellt und Stillleben gebaut und das haben wir dann, um den Lehrern Freude zu bereiten, nicht weil es uns besonders interessiert hat, haben wir das gemalt oder gezeichnet. Und knapp bevor es zu stinken begonnen hat, haben wir es gekocht und gegessen. Weil wir alle natürlich dauernd hungrig waren. Also das wurde zweimal benutzt. Ein paar Tage haben wir es gemalt und dann haben wir und irgendwer konnte kochen. Und ich habe halt ein Reindl gehabt und in einer Meisterschule, in der Druckgrafik gemacht wird, gibt es natürlich auch Feuer. Es gibt Gasrechauss, weil man die Lacke schmelzen muss und weil man Aquatinta aufschmelzen muss und so. Und auf dieser Gasflamme haben wir gekocht. Und das war toll. Gemüsesuppe mit Haseln. Herrlich. Ich habe immer wieder versucht, bis zum heutigen Tag, mir Skizzen zu machen. Ich habe mir einen Projektor gekauft, mit dem ich diese Skizzen auf die Leinwand werfe. Die zeichne ich sehr häufig ziemlich genau nach, aber sobald ich zum Malen anfange, 5 Minuten später, schaut das Zeug schon völlig anders aus. Also das, was ich male, ist ganz anders als das, was ich entwirf. Und das ist gut. Wenn man Skizzen nachmacht, das wird ja langweilig. Also ich glaube, dass wenn man Langeweile vermeiden will, dann muss man improvisieren. Und das habe ich in der Jazzmusik gelernt. Improvisation ist gut. Also improvisiere ich beim Malen. Also die Sachen da sind alle improvisiert. Da weiß ich, bis ich es mache, nicht was ich mache. Ich habe in der Jazzmusik gelernt, dass Improvisation ein wichtiges Element ist bei Kunstausübung, speziell bei freier Kunstausübung. Das, was ich Akademismus nenne, also die alten Regeln, die auf Akademien heute noch vertreten werden, haben nichts mit dem, was ich Improvisation nenne, zu tun. Gar nichts. In der Jazzmusik ist es logisch, dass es Improvisation gibt. Da gibt es die klassische Formulierung in der Jazzmusik ist, erstens wird alles, gibt es ein System, das nennt man AABA. Das ist das Thema. Da gibt's also, das ist in 4 Teile geteilt, zu jeweils 8 Takten. Also
32 Takte bei einem Songthema, zweimal den A-Teil, einmal den B-Teil, einmal den A-Teil. So ist ein Thema aufgeteilt. Wenn das durchblasen ist, wenn das Thema durchgespielt ist, wird improvisiert über die Harmonien des Themas. Wenn man das kann und gut ist und das unser Instrument halbwegs beherrscht, dann kann das, ist das, das eigentlich das Interessanteste dran. Nicht, dass Themen nicht wunderschön sind, aber die Improvisation ist halt das Spannendere. Dieses Improvisieren habe ich beibehalten bis zum heutigen Tag. Ich glaube nicht daran, dass man Kunst in der Form lernen kann, wie man es auf Akademien zumindest zu meiner Zeit noch gelernt hat und gelehrt hat. Ich glaube, dass Improvisation, genau wie in der Musik, das Einzige ist, was mehr oder weniger möglich ist. Alles andere führt zu Oberflächlichkeit, zu Langweiligkeit, vor allem zu Langweiligkeit. Wenn man so auf Nummer sicher geht, das ist nichts. Also beim Bühnenbild hat es so ausgeschaut, wie gesagt, ich bin in Graz aufgewachsen und habe nach meinem Studium, wurde gerade das Forum Stadtpark aus der Taufe gehoben und dort habe ich sehr viele Autoren gekannt, entweder aus meiner frühen Jugend, Wolfi Bauer, Gerhard Roth, Klaus Hofer, waren Jugendfreunde von mir. Den Peter Handke habe ich erst ein bisschen später kennengelernt, weil der aus Kärnten studieren gekommen ist nach Graz und da das war gerade die frühe Forum Stadtparkzeit. Also das waren lauter, eigentlich alle Jugendfreunde von mir. Und die haben halt, wie sie noch jung waren, wie wir alle noch jung waren, hat der eine oder der andere beschlossen, wir machen, der Wolfi Bauer zum Beispiel, zwei Fliegen auf einem Gleis, der Titel eines seiner Stücke, will ich am Forum Stadtpark aufführen. Am Forum Stadtpark gab es natürlich keine Theaterbühne. Und dann sind sie zu mir gekommen, weil Bühnenbildner kannten sie wahrscheinlich keine. Und das gilt ja im Allgemeinen, aber wenn einer Maler ist, dann kann er auch Bühnenbild machen, nicht? Was ein Blödsinn ist, was gar nicht stimmt. Und außerdem ist es so, dass in Kreisen von Avantgarde-Malern gilt Bühnenbild als Schweinerei. Was mich natürlich dann besonders interessiert hat, klarerweise. Und die sind dann zu mir gekommen und gesagt, Herr Spangerl, du bist doch Maler, du machst das Bühnenbild dafür. Und dann bin ich halt ins Forum gegangen und habe mir von der Sekretärin ein paar hundert Schilling geben lassen und habe halt ein paar Stoffstickeln gekauft und ein bisschen Farbe und irgendwelche Hintersetzer und habe das bemalt und so haben wir halt Bühnenbilder gemacht. Und das hat denen gefallen, den Schriftstellern. Und wie die dann berühmt worden sind, das sind sie ja alle dann wohl Anfang der 70er Jahre oder Ende der 60er Jahre, ist das dabei geblieben, wenn die dann, ich weiß nicht, am Schillertheater in Berlin oder am Stadttheater in Basel oder so Stücke gemacht haben. Der Gerhard Roth hat in Basel seine Sehnsucht gemacht. Zum Schluss halt auch preisgekrönte Bühnenbilder gemacht habe mit guten Regisseuren und auch Preise gekriegt habe dafür. Habe ich aber irgendwann einmal das Gefühl gehabt, ich bin ja eigentlich Maler. Ich habe ja kaum was gemalt in der Zeit. Ich meine, ich bin in Europa umeinander gefahren mit dem Flieger, und ich hasse Fliegen. Einmal in Berlin, einmal in Basel, einmal in Neapel. Also ja, furchtbar. Und in Mitteldeutschland überall und so. Und das ist mir halt dann mit der Zeit auf die Nerven gegangen, weil ich bin nicht zum Malen gekommen. Und ich habe mir gedacht, und da habe ich dann schon langsam aufgehört, Filme zu machen oder Theaterbühnenbilder zu machen. Nicht, dass mir das nicht gefallen hat, das war für mich eine hochinteressante und wichtige Zeit, aber ich wollte halt wieder malen und dann habe ich halt aufgehört. Und das hat sich auch so ergeben, weil meine guten Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, die sind immer älter geworden, manche sind gestorben, also war halt nichts mehr. Und dann habe ich nur noch mal.